Im Herzen des Hunsrück, auf einem 30.000 Quadratmeter großen Areal, liegt idyllisch eingebettet das Landhotel Karrenberg. Ankommen, durchatmen und eine wirkliche Auszeit vom Alltag nehmen. In den 35 Zimmern des Hauses findet jeder das Richtige. Die ansprechenden Komfortzimmer sind ab jetzt der Ausgangspunkt für all Ihre Aktivitäten rund um Ihr Urlaubsdomizil. Direkt am Haus in die Prädikats- und Fernwanderwege wie den Hunsrücker Jakobsweg einsteigen. Zeit zum Durchatmen. Aber auch auf dem Areal des Landhotel Karrenberg gibt es zahllose Möglichkeiten zur Entspannung, um wieder zu sich selbst und zur eigenen Mitte zu finden. Fernab der Belastungen und der Hektik des Alltags. Dabei spielt natürlich auch gutes Essen und Trinken eine ganz entscheidende Rolle. Ob drinnen in Ollas Restaurant oder auf der Außenterrasse in sonniger Südlage mit Blick auf die umgebende Natur. Hier erleben Sie eine Küche, die ihre Zutaten aus der Vielfalt des Hunsrück bezieht und diese mit viel Gespür und handwerklichem Geschick zu einem kulinarischen Erlebnis kombiniert. Wenn dann ein duftendes Essen vor Ihnen steht, der Gesang der Vögel im Hintergrund zu hören ist und Sie den Kopf frei haben für all die schönen Dinge, dann wissen Sie, alles richtig gemacht. Das Landhotel Karrenberg. Ausgangspunkt für Ihre Hunsrücktouren. Vorfreude. Mit Freunden eine Tour planen. Immer auch eine Frage des Wohin. Mit dem Motorrad Eldorado Eifel liegt man sicherlich auf der richtigen Seite. Und der Vorschlag Nordeifel von Ralf hat durch seine Vielfalt an Kurven, Seen und dem Nationalpark einiges zu bieten. Dabei wäre Carlos Vorschlag der Südeifel auch nicht zu verachten. Die Grenznähe zu europäischen Nachbarn, die interessante Topologie, kleine Brennereien und das Müllertal mit seiner besonderen Streckengestaltung können überzeugen. Wenn nicht Bernd mit seiner West- oder auch Vulkaneifel kontern würde. Die Mare und weitere Attraktivitäten vulkanischen Ursprungs bilden den Rahmen für ganz besondere Streckenerlebnisse. Fast schon das Gegenstück, der Vorschlag von Klaus. Die Mosel, Weinberge, Serpentinen, idyllische Städtchen, die zum Erkunden einladen und am nördlichen Ende der Nürburgring. Für jeden etwas dabei, die Eifel. Nachdem das geklärt ist, heißt es nur noch Klamotten an, Starterknopf drücken, Abfahrt zum Treffpunkt mitten im Motorradparadies. Und wie nicht anders zu erwarten, kennt man ja, wieder keiner pünktlich. Oder ist da nicht doch was zu hören? Kleine, gut ausgebaute Motorradstraßen führen uns als erstes an die Mare und davon gibt es in der Vulkaneifel nicht wenige. Das hier ist das Ulmener Mar und hilft Überlieferungen zufolge auch gegen Stiefeldruckstellen. Die Eifel ist für mich eine Landschaft, die ist zum Motorradfahren einfach gemacht. Wenn man schon mal in der Vulkaneifel ist, dann auch zur Lavabombe in Strohn. Was unsere vier sofort auf die Idee bringt, sich im Kalt-Magma-Klettern zu versuchen. Weiter zum nur ein paar Kurven entfernten Mekka aller Motorsportverrückten, dem Nürburgring. Und zu einem Besuch des dort ansässigen Fahrsicherheitszentrums. Stoff zum Fachsimpeln. Von hier aus geht es zum imposanten Laacher See, nebst Kloster Maria Laach und dem Lavadom in Mendig, dem Vulkanmuseum Deutschlands. Ich fahre gerne in die Eifel, weil es hier unendlich viele geile Motorradkurven gibt. Und dieses Netz verkehrsarmer Straßen und sehenswerter Ausflugsziele bietet für jeden Fahreranspruch das Richtige bei maximalem Spaß. Besondere Sehenswürdigkeiten wie die Burg Cochem bieten Raum für Pausen und Sightseeing
um danach gleich wieder abgelöst zu werden von Streckenführungen, die man im ersten Moment so gar nicht in der Eifel vermutet hätte. Ich als Motorradguide finde es immer wieder toll, Motorradtouristen durch die Eifel zu führen mit den tollen Kurven, Sehenswürdigkeiten und der schönen Gegend. Außerdem kennen die Tourguides die ganz besonders reizvollen Punkte, wie eine Moselüberfahrt mit sich anschließendem Cruising entlang dieser einzigartigen Weinregion. Wenn dann die Burgen trutzig wirken und die Straßen wieder schmaler werden, ist man in der Südeifel mit ihrem Nachbarn Luxemburg angelangt und damit auch im Bereich einer zwingenden Pausennotwendigkeit. Klaus hat ja nur mit geschlossenen Augen nachgedacht, um sich mental auf die Schönheiten der nachfolgenden Etappe einzustellen. Nur, die ist in Wirklichkeit noch viel schöner als erwartet. Hallo, ich bin der Ralf. Wenn ich hierhin wohne, dann. Die Sonne scheint hier auch und ist das heiß hier. Wann immer ihr richtig Spaß haben wollt, die Eifel wartet auf euch.